Hallöchen und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Hautbellerin experimentell. Wir haben ja dort aufgehört, wo wir quasi das Feld 26 gepflügt, gekrubbert haben. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem anderen Feld, 6, ich glaube 38 bis 42. Und dort würde man nämlich jetzt auch noch die Vorbereitung für die Hühnerstelle quasi dann auch, wird dort der Boden weggegrubbert aus dieser späten Raps, der da jetzt gerade noch am Wachsen ist, kommt dann quasi weg. Und ja, dann sehen wir uns gleich bis dahin. So, da sind wir auch schon. Hier wird dann quasi die Hühnerstelle gemacht oder platziert. Das heißt, wir werden jetzt hier das Ganze nochmal gruppern. Ein wenig vernichten in dem Fall. Und das wird man aber jetzt alles selber machen. So, und dann kann ich euch noch ein bisschen was zum Community-Server sagen. Und zwar wird er jetzt auch dann quasi nach der FarmCon, könnt ihr euch bei mir auf dem Discord anmelden. Wir haben 4 Plätze frei, Thüringen V3. Es gibt ein paar, ja, 3 Wege, die ihr, also wie ihr mit zocken wollt, mitspielen wollt, wie auch immer. Ihr habt die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, ja, wir fangen als Lohner an. Lohner fängt bei 0 an. Hilft gerne bei anderen Höfen aus. Habt die Möglichkeit, selber einen Hof zu gestalten. Habt dafür aber einen gewissen Betrag. Dieser Betrag, den ihr dann zur Verfügung gestellt bekommt, ist quasi dann auch eine Rückzahlung, also ein großer Kredit. Oder Herr Lohner, Lohner, Farmer, das sind die 2 Wege. Oder ihr fangt halt auch komplett neu an und bearbeitet oder holt euch dann quasi nur die Aufträge, die schon im Spiel über die Verträge halt mit drin sind. Also Lohner kann auch dadurch gesehen, kann aber auch bei dem Farmer, der den eigenen Hof dann quasi bewirtschaftet, auch mithelfen. Habt ihr natürlich die Möglichkeit, Mods mit draufzunehmen, aber sollte schon Spaß machen, also einfach nur just for fun. 24/7 läuft der Server, auch wenn, also wenn alle runtergehen, dann wird er automatisch gestoppt. Aber sonst bleibt er 24/7 online. Und ja, bin mal gespannt, wer da alles da noch so mitmacht. Vor allem, was für eine Kategorie quasi ihr dann euch da entscheidet, was für Höfe ihr dann wollen wollt. Mal an das Licht. Und dass wir dann dienstags vormittags dann quasi ein paar Stündchen zusammen zocken können. Dafür dann auch eine eigene Playlist dann auf YouTube machen. Und dann dementsprechend auch die ganzen ja, Videos bisschen schnacken können. Und uns auch gerne über den neuen LS25 austauschen wollen. Können. Wie auch immer ihr das möchtet. Aber das ist so quasi das, was ich da so, ja, vorhabe. Ich werde es nochmal bei mir im Discord nochmal aufschreiben. Und wenn ihr dann Lust und Laune habt, dann ja, seid ihr gerne herzlich eingeladen.
Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen weiter gruppern, was heißt weiter gruppern, pflügen. Und wir sehen uns dann gleich am Ende, wenn ich fertig bin. So, dann haben wir nämlich das jetzt auch erledigt. Dann werden wir uns gleich mal dran machen, noch die Bodentextur. Also wir werden hier den Einfahrtweg haben. Und ja, gleich mal gucken, wie wir das da ganze Zeit platzieren wollen. So, das können wir ja ausschalten, das brauchen wir nicht. Da fahren wir jetzt mal den Trecker da erstmal zurück. Zum Hof. Dann schauen wir mal, was uns dann noch gleich für Arbeiten für den nächsten Tag quasi noch erwarten. Weil denn, stimmt. Das können wir eigentlich direkt noch machen. Aber jetzt fahren wir erstmal kurz den Gruppa wieder zurück in die Halle. Und dann holen wir uns den kleinen Hänger. Fahren eine Tour. Frisches Maishäckselgut. Zur Silage. Nix. Haben wir noch Glück gehabt hier. Ja, Nachtarbeit ist doch auch was Schönes. So. Hoppala. Ja, abgekoppelt. Genau. Ja. Also, falls ihr das Video dann seht, freue ich mich, dass es auf jeden Fall mal ein bisschen jetzt weiter vorankommt. Wir haben jetzt nämlich auch jetzt sehr viele in die Produktionswege reingestopft. Mehl haben wir letztes Mal noch transportiert. Da kommt jetzt auch nochmal was. Sorghum, hier ist ein Mehl. Das ist nochmal in die Produktion mit reingekommen. Ja. Ich werde euch dann noch für den Winzer noch eine kleine, hoppala, noch mal eine kleine Screenshot-Collage zeigen, aufgrund welcher Maschine ich da genommen habe, was ich da ja, wie es da nämlich dann auch weitergeht. Weil es ist sehr zeitintensiv, also zeitintensiv, und die Geräte, wie ich von manchen gehört habe, sollen sehr teuer sein. Aber gut, schauen wir einfach mal. Ich bin da recht offen, wie das Ganze ist. Aber auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal Mais-Silage, frische Mais-Häckselgut, sagen wir so. Vor allem, dass wir nämlich dann noch hier auch den Tank mal hier leer machen. So. Dann gucken wir einfach mal, was da ist. Halt. Ist er dran? Ja, der ist dran. Gut. So. Dann gucken wir mal, ob wir das jetzt dann auch hier rausbekommen. Was wir uns wünschen. So, Frischmais nennt sich das, genau, Frischmais. Kornschimmer hat er hinten drin. Oh ja. Moment.
Händen komplett ausladen, genau. So, und das hoffe ich jetzt, dass das nämlich dann auch funktioniert. Dass wir es rückwärts hochfahren und direkt ausladen können. Und ja, deswegen sehen wir uns gleich wieder beim Milchviehbetriebhof, beim Milchviehhof. Und ja, bis gleich. So, da sind wir schon. Kann man gerade, dass wir da mal hochgefahren bekommen. Das mal vorzustellen, was ich mir da mal erhofft hatte. Weil der ist schon auf 100% verdichtet. Aber haben nur 850. Glaub drin. Zum Beispiel. Da das hier einer meiner stärksten Traktoren sind. Mein Traktor ist. Wunderbar, dann passt das, dann klappt das wunderbar. Dann kann ich das so weiterhin fortsetzen. Dann kann nochmal der Klaas dann nochmal drüber fahren. Da passt das. Ja, das werden wir dann jetzt ein paar Mal machen. Und, sag schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne mal den nächsten Tag auch nochmal bei mir auf dem Discord vorbei. Und bis dahin habe ich dann nämlich auch schon die Sachen für den LS-Server Thüringen V3 fertig und ja, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Paterlo. Ciao, ciao.